Hallo und schön, dass du da bist zur Löwelegung für den April 2024. Ich hoffe, es geht dir gut und wir starten mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden April. Ich lege auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir hier jetzt im April zeigen möchten. So. Hoppala, was haben wir da? Die Sechs der Kelche. Es geht um das liebevolle Miteinander, vielleicht auch um einen längeren Freund, um jemanden, der mit dir schon längere Zeit durch dick und dünn geht, der immer zu dir gestanden hat, der mit dir alles durchgemacht hat. Jemand, der dich schon längere Zeit begleitet, vielleicht eben wie hier abgebildet auch ein treuer Tierfreund. Vielleicht auch jemand, den du schon von klein auf kennst, ja, ein guter Freund, Geschwister, die Eltern. Um eine liebevolle Geste vielleicht hier auch. Wo du einfach weißt, jemand ist immer zu dir gestanden. Vier der Kelche. Das vermisst du. Okay. Das vermisst du. Dir fehlt vielleicht eine ganz bestimmte Person. Dir fehlt vielleicht diese Vertrautheit, wie du sie schon mal erfahren hast. Aber schau mal, lieber Löwe, schau mal hier. Hier wird dir etwas gereicht. Nur du traust irgendwie so der Vergangenheit nach. Ja, mit dem Vier der Kelchen, da schaust du noch in die Vergangenheit und siehst gar nicht, was dir hier eigentlich gerade im Hier und Jetzt geboten wird. Okay. Aus der Kirche. Schaut euch das an. Hier ist jemand mit einem offenen Herzen. Hier ist jemand, der hier bereit wäre, sich zu öffnen, aber du siehst es nicht. Du blickst hier weg. Du blickst hier noch an, du hängst hier noch an etwas an der Vergangenheit. Das war so schön, das hätte so schön werden können. Ja, irgend sowas. Irgendetwas fehlt dir hier und deshalb bist du hier unzufrieden, obwohl hier schon längst etwas Neues hier für dich da wäre. Das Problem ist, dass du noch in die falsche Richtung blickst, ja? Du kannst es nicht erkennen und das ist wirklich so. Wenn wir immer in die Vergangenheit schauen, sehen wir nicht, was im Hier und Jetzt, welche Möglichkeiten hier auf uns zukommen. Sieben der Stäbe. Ich glaube, du musst dich hier im April jetzt mal zentrieren, fokussieren auf dich selbst, ohne welche anderen Personen, andere Menschen hier darauf Einfluss zu haben, sondern mal für dich, was du dir wünschst, wie es dir gerade geht, ja, so richtig auf dich hier einzulassen und so in deine Höhle dich zurückziehen, ja, in dein Innerstes und mal schauen, was ist denn da? Was ist denn da? Was fehlt mir eigentlich? Ja, das Ganze nicht so sehr auf eine Person oder auf ein Tier zu spezialisieren, ja, zu spezifizieren, sondern hier wirklich zu schauen, was ist eigentlich konkret, was mir da fehlt? Ja, was möchte ich? Was möchte ich in Zukunft? Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Das hier ist vorbei. Das hier kommt leider nicht wieder. Ja, hier kommt jemand nicht wieder. Aber so traurig es ist, es muss weitergehen und man muss sich jetzt wieder öffnen. Man kann nicht immer hier etwas nachtrauen, was man vielleicht verloren hat. Es geht darum, hier wieder nach vorne zu blicken. Ja, aber drei der Karten sind mir... Ach ja. Ja, wir lassen es. Drei der Kelche, die Herrscherin, die Sechs der Münzen.
sich wieder darauf einzulassen, auf ein faires Geben und Nehmen, sich hier wieder zu öffnen, gerade mit den drei der Kelchen, wieder mit anderen Menschen in Verbindung treten, wieder eine gemeinsame Zukunft zu erschaffen, ja, etwas von Wert erschaffen hier. Zeit zu investieren, Geld zu investieren, wieder Freude zu haben. Die drei der Kelche ist auch irrsinnige, ist nicht für die Freude, für das Miteinander, ja, gemeinsam eine neue Zukunft kreieren. Wieder drei Karten, jetzt gebe ich es aber weg. Ja, es passt sehr gut. Zwei der Münzen, du musst dich hier wirklich entscheiden, ja. Hier festzuhängen wäre hier nur eine Illusion. Wir haben hier zwei Münzen, wo du dich entscheiden musst, aber die eine ist ja nur eine Illusion, das ist ja nur ein Traum. Nur eine ist die wahre Münze. Mit dem Eremit, du gehst wieder tief in dich. Du musst wieder tief in dich gehen und hier schauen, was ist es, was mich hier wirklich erfüllt. Und du wirst es hier finden, du wirst es hier finden, du wirst das, dein inneres Leuchten hier wieder finden. Das Glück, die Fröhlichkeit, die Freude, das wirst du hier wieder finden. So, eine ist runtergefallen, Moment. Wir haben hier 5 der Münzen, 10 der Schwerter. Es ist jetzt Schluss mit dieser Verzweiflung, mit der Einsamkeit, ja, mit dieser Opfermentalität. Da ist jetzt Schluss, das muss jetzt beendet werden. Es muss irgendwann ein Schlussstrich hier gezogen werden. Ja, man darf wieder in die Freude kommen, man darf sich wieder freuen über Kleinigkeiten. Also das kann dir niemand verbieten, auch wenn du noch so einen tragischen Schicksalsschlag hier erlebt hast. Es ist jetzt Schluss, es ist jetzt irgendwann vorbei. Okay? Irgendwann ist das auch vorbei und man muss sich wieder neu öffnen. Ja, das Leben ist dazu da, um sich zu öffnen, um sich zu verbinden, um Freude zu erleben. Natürlich. So, schauen wir weiter mit dem Witches Tarot. 6 der Kelche. 6 der Münzen, 4 der Münzen. Ich sehe hier, du hattest alles. Du hattest es sehr schön. Du hattest es hier mit jemandem sehr, sehr schön. Das Geben und Nehmen, es war in Balance. Es war etwas Schützenswertes. Ja, es war Sicherheit da. Es war 4 plus 6 der Münzen ergeben ja die 10 der Münzen. Du hattest alles, was du dir gewünscht hast und irgendetwas hat hier dann doch nicht so funktioniert und irgendetwas ist hier passiert. Das sehe ich, dass du hier auf die Vergangenheit, dass du hier etwas nachtrauerst. Ja, das ist natürlich sehr schade. Aber nur wegen, na nicht nur, aber wegen dem, dein Herz nie wieder hier zu öffnen, wäre fatal, wäre sehr schade und zwar für dich. Für dich wäre das hier sehr schade, dass du dich hier für alle verschließt. Das wäre sehr, sehr schade. Vierte Kelche, 4 der Kelche. Es kommen irrsinnig viele Karten bei dir. Der Wagen. Königin der Stäbe, das bist du und der Stern. Diese drei Karten zeigen eindeutig, dass du hier jetzt die Dinge in die Hand nehmen musst für eine positive Zukunft, dass es jetzt vorwärts geht wieder im Leben, ja, dass es jetzt wieder, dass es an der Zeit ist, jetzt vorwärts zu gehen. Na schau. Die Sonne und die Liebenden. Also besser geht's nicht. Hier mit dem Ast der Kelche in Verbindung. Ast der Kelche, die Sonne, die Liebenden. Du hast es verdient, jetzt wieder glücklich zu sein. Du hast es verdient, hier jetzt wieder glücklich zu sein. Dich zu öffnen, schöne Momente. Ja, ganz egal, ob in einer Partnerschaft, du hast es grundsätzlich hier
im Leben jetzt wieder verdient, glücklich zu sein. Lebensfreude. Mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen. Liebe, ja, Zweisamkeit, Gemeinsamkeiten, Austausch, ja. Du hast es verdient und es wartet auch auf dich. Es wartet hier auf dich. Du musst eben nur eine Entscheidung treffen und zwar loslassen, was passiert ist, ja? Loslassen, die Vergangenheit endgültig loslassen, damit du wieder offen und frei bist für eine neue Chance. Wir haben hier auch die zwei der Münzen. Ich weiß, es ist schwer, aber gehe in dich, finde deinen Mittelpunkt und triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung und dann gehe vorwärts. Hier Page der Münzen. Ernst, ja, wirklich ernsthaft. Nicht nur zu wünschen, sondern wirklich ernsthaft auch vorzugehen. Wirklich auch zu investieren, wirklich zu zeigen, dass du jemanden gern hast, ja, oder. Das muss hier nicht unbedingt dein Partner sein, kann natürlich für viele sein, aber da mit den drei der Kelchen, da geht es grundsätzlich zu deinen Mitmenschen hier, ja, einfach zu geben. Das Geben macht oft alleine schon glücklich, ohne etwas zu erwarten. Ja, schon die sechs der Münzen. Du wirst sehen, ja, bei der Herrscherin haben wir ja hier auch diese Verbundenheit, diese liegende Acht, wie bei den sechs der Münzen, wenn du beginnst aus freiem Herzen zu geben, wirst du auch etwas zurückerhalten. Das ist ganz normal. Wenn du ohne Erwartungen gibst, wirst du auch etwas zurückerhalten. Und zwar nicht das Gleiche im materiellen Wert, was du gibst, sondern du wirst zurückgehalten, was du brauchst, ja? Das, was du brauchst, wirst du hier zurückerhalten. König der Schwerter, König der Schwerter. Ja, hier geht es um eine klare Entscheidung, um eine klare Loslösung. Wirklich zu sagen, auch im Verstand, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, ja, zu 100% und ich werde diesen Weg gehen und ich werde jetzt nicht mehr mich umdrehen und wieder zurückdenken und wieder irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit herbeiholen, nein, herbeisehnen auch, das nehme ich auch stark wahr, ja, es ist jetzt Zeit, hier loszugehen, loszulassen, loszugehen. Im gleichen Satz. Die Hohepriesterin. Du weißt es. Du weißt, es ist jetzt an der Zeit, hier Veränderung reinzubringen und das Alte hier jetzt zurückzulassen. Es ist einfach an der Zeit. Ja, je nachdem, um was es sich hier im Leben bei dir handelt, es ist jetzt an der Zeit, das Alte wirklich endgültig hier loszulassen, nicht mehr an etwas festzuhalten, was einfach nicht ist. Ich weiß, das kostet sehr viel Kraft. Aber du hast diese Löwenpower, die du hier einsetzen kannst. Ja, du hast diese Kraft. Also setz es um, lass es los. Ich weiß, es ist schwer. Lass es los. Geh mit einem guten Gefühl vorwärts in die Zukunft und du wirst sehen, die Zukunft wird dich mit Lebensfreude und der Liebe hier begrüßen. Gut, wir schauen jetzt gleich weiter in der weiterführenden Legung mit den Rider-Waite-Karten. Schau gern vorbei und zwar im VIP-Mitgliederbereich hier auf YouTube. Da findest du die weiterführende Legung, wo ich auch eine Herz- und eine Glückskarte noch für dich ziehen werde. Wir schauen einfach tiefer rein, ja, in diese Situation. Wer ist hier? Wer unterstützt dich? Worum geht es hier genau? Ja, welche Schritte sind von dir vielleicht notwendig? Und ja, um wen handelt es sich hier vielleicht auch schon? Gut, also schau dich ansonsten gern das Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen April. Ja, alles, alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!